Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich wieder mit dem Crockpot kochen. Ich werde heute Hähnchenbrustfilet in Erdnuss-Kokosmilchsoße mit Paprikastreifen zubereiten und dazu reiche ich dann ein wenig Basmati-Reis. Ich benötige dafür heute 1000 Gramm Hähnchenbrustfilet, 150 Gramm von den Erdnüssen, die werde ich noch ein bisschen klein hacken, dann 125 Gramm Erdnussbutter, ein wenig Sojasauce, Pfeffer und Salz natürlich, 200 Milliliter Kokosmilch, 100 Milliliter Hühnerbrühe, dann habe ich da noch etwas Speisestärke, die brauche ich zum Schluss, um die Soße eventuell noch ein bisschen anzudicken, einen Teelöffel rote Currypaste, einen guten Teelöffel Kreuzkümmel, dann zwei Paprikaschoten und eine Limette, davon brauche ich dann nachher den Saft, zwei Zwiebeln, ein wenig Frühlingszwiebel zum Dekorieren nachher, dann ein wenig Koriander, etwas Ingwer, zwei Knoblauchzehen. Das Ganze werde ich mir jetzt schon mal vorbereiten und klein schneiden und dann geht es gleich in den Crockpot rein. Die Zwiebeln habe ich mir jetzt grob geschnitten, den Knoblauch und den Ingwer auch, das gebe ich jetzt als erstes hier mit rein. Dann die Currypaste noch mit dazu, die Paprikaschote, die habe ich so in grobe Streifen geschnitten. Dann kommt das Hähnchen damit zu. Ja, das sind auch so relativ große Stücken. Das kann ruhig so sein. Die kann man sich nachher also auf dem Teller durchaus mit der Gabel klein machen. Die werden nachher ganz zart. Ich verteile das mal hier so ein bisschen. Dann gebe ich noch meine Erdnüsse. Die habe ich hier in meinem kleinen Häcksler ein bisschen kleiner gemacht. Dann kommt die Sojasauce. Das sind jetzt hier 4 Esslöffel mit dazu. So ein bisschen übers Hühnchen verteilen. Dann die Brühe. Ja, das sind ungefähr 100 Milliliter. Dann die Kokosmilch, das sind 200 Milliliter. Dann der Kreuzkümmel. Etwa 2 Esslöffel vom Koriander. Ja, das ist hier ein bisschen viel, das braucht nicht alles genommen werden. Dann noch ein bisschen Pfeffer. Und noch mal ein wenig Salz. Das Ganze hebe ich jetzt einmal mit durch. So, und dann kann der Deckel drauf auf Stufe 1 stellen und jetzt etwa 5-6 Stunden gemütlich langsam garen lassen. Ja, das waren jetzt hier gut 6 Stunden, wo ich das hier auf Stufe 1 habe leicht vor sich hin garen lassen. Das Ganze ist jetzt hier, ja, hat am oberen Rand so ein bisschen, sieht es wässrig aus. Wenn man es dann aber ein bisschen durchrührt, und das sollte man ruhig einmal machen, dann merkt man, das ist also schon ziemlich cremig, aber doch noch recht dünnflüssig. Ja, dafür werde ich jetzt die Erdnussbutter und die Speisestärke mit einrühren. Und zwar nehme ich dann aus dem Topf von der Soße und gebe die dann zu meiner Erdnussbutter, die habe ich hier schon eingefüllt, das sind also 125 Gramm gewesen. Ja, man sollte versuchen, da nur wirklich Flüssigkeit, ohne jetzt Zwiebelchen oder Paprika mit reinzukriegen. Das Ganze dann schon mal mit der Erdnussbutter ein bisschen durchrühren. Ja, wenn die warm ist, durch die warme Soße, geht das natürlich ein bisschen schneller, dass die sich auflöst. Allerdings noch ein bisschen abwarten mit der Speisestärke, solange das noch sehr warm ist. Noch nicht die Speisestärke einrühren, weil die sonst ziemlich schnell anfängt, ja, anzudicken. Es wird letztendlich eine relativ dickflüssige Soße werden, aber die wird dann ja im Topf nochmal verdünnt. So, jetzt gebe ich da noch meine Limette mit zu, also den Saft einer ganzen Limette. Das ist ein recht kleiner, hat man eine große, dann halt ein bisschen weniger. Sollten so 2 Esslöffel, 2,5 Esslöffel sein. Dann nochmal von der Sojasauce. Und zwar kommt da jetzt noch mal ein Esslöffel voll ran. Das gibt natürlich auch noch ein bisschen Farbe. Das kann ruhig ein bisschen mehr als ein Esslöffel sein. Wenn es ein bisschen überschwappt, macht das nichts. Das Ganze dann noch mal so ein bisschen durchrühren. Ja, man sieht schon, das ist ein bisschen fester. Und dann gebe ich meine Speisestärke noch dazu. Ich gebe jetzt erstmal hier 2 volle Teelöffel ran. Mal sehen, wie stark es nachher anliegt. Zur Not mache ich dann noch mal ein bisschen von der Speisestärke nach. Dann gebe ich noch ein klein bisschen vom Koriander noch mal mit dazu. Auch noch mal schön unterrühren. Und dann kann das Ganze zurück in den Topf.
und das Ganze dann nochmal schön unterrühren. Dann nochmal den Topf auf Stärke 2, auf Stufe 2 stellen, also auf High. Und nochmal so 20, 25, 30 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Und dann kann auch schon serviert werden. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit schon mal den Reis aufsetzen. Jetzt ist also nochmal eine halbe Stunde vergangen. Ich habe schon mal den Deckel abgenommen. Das ist jetzt genau richtig von der Dicke oder von der Konsistenz her. Ich mache da also jetzt keine weitere Speisestärke ran. Ich werde jetzt anrichten. Als erstes mache ich mir dann wieder meinen Reis in meinen kleinen Trichter hier rein. Und dann mache ich mir hier wieder so mein kleines Törmchen hin. Deckel wieder zu. Und dann tue ich mir hier vom Hähnchen und von der Soße zu. So, ein kleines bisschen kann noch. Dann kommen noch ein paar Erdnüsse da oben drüber. Und so ringsherum. Ein wenig Koriander mache ich noch oben drauf. Ein paar kleine Paprikastückchen. Ein wenig von der Frühlingszwiebel. Und auf den Reis, wie immer, einen kleinen roten Tupfer. So werde ich das jetzt servieren. So bringe ich das jetzt auf den Tisch. Das sieht sehr lecker aus. Es riecht auch wunderbar. Es schmeckt auch wunderbar, das weiß ich. Ich wünsche jedenfalls jedem viel Spaß beim eventuellen Nachkochen, beim Verzehr einen ganz guten Appetit und bis bald. Tschüss!